Hallöchen meine Guten, herzlich willkommen zu einer neuen Bastelanleitung. Es geht weiter mit der Kartengestaltung und viele von euch kennen eventuell schon diese Karte, diese oder diese Karte. Wer sie nicht kennt, ich verlinke sie euch oben in der Ecke beim i. Und jetzt ist mir noch eine Idee eingefallen, die ich euch zeigen könnte und das zeige ich euch jetzt natürlich. Ja, wer nicht weiß, was ich hier so treibe, ich gestalte bei diesem Projekt Karten, die mit verschiedenen Materialien angefertigt werden, sollen aber Wimpelketten oben haben und unten soll sich alles abspielen. Kann man sehr gut sehen. Und hier ist halt die Herausforderung, dass man halt die Wimpelketten hat, den unteren Teil und halt das Ganze mit verschiedenen Materialien. So, was habe ich mir heute ausgedacht? Grundmaterial, immer was da ist, doppelseitiges Klebeband, Lineal und so weiter. Ich brauche wieder mein Kordel. Diesmal habe ich mir ausgesucht, ja, ich habe wieder das Kraftpapier genommen. Man könnte auch ganz einfach, ja, weiß nehmen oder so, ne? Ist jetzt eigentlich egal. Und jetzt habe ich breites Washi-Tape genommen. Ich habe mir große herzlichen Glückwunsch-Sticker oder Relief-Sticker heißt die, glaube ich, genommen. In so einem Blau und in so einem Gold umrandt. Ich weiß nicht, ob das harmoniert. Werden wir dann sehen. Kann natürlich auch ein Fail werden. Und ich habe mir diese genommen. Die waren, glaube ich, von Xenos. Und ich möchte mir diesmal eine Wimpelkette aus Herzen anfertigen. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Den ersten Schritt, den ich jetzt tun werde, und zwar brauche ich diesmal kein Motivpapier. Ich werde die Karte komplett von oben nach unten mit Washi-Tape bekleben. Ich lege mir die Karte dann immer hier so auf meine Schneidematte. Und dann weiß ich auch, ob ich nicht gerade klebe. Jetzt nehme ich mein Cuttermesser und säubere hier erstmal die Ränder. So, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich habe hier nicht Blume auf Blume gemacht, einfach weil ich da zu viel Washi-Tape versaut hätte. Das war mir einfach zu schade, weil das ja auch nicht gerade günstig ist. So, und jetzt muss ich gucken, ob das so klappt, wie ich das gerne hätte. Sieht das nach was aus, wenn ich das einfach hier drauf klebe? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, deswegen teste ich jetzt mal. Ah, das ist immer der Nachteil bei den Reliefstickern. Ich glaube, das sind auch schon etwas ältere. Weil die sind so leicht zerbrechlich, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht, wie lange ich die schon habe. Und so sieht das gerade aus. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Es geht so leicht runter. Ich wollte es jetzt aber nicht abmachen, weil ich jetzt drei von diesen verwendet habe insgesamt und zwei von diesen. Ich glaube aber, die sind zu alt. Wenn sich da jemand auskennt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Die sind mir weggebrochen. Das kenne ich sonst von diesen Reliefstickern nicht. So, jetzt geht's weiter. Ich brauche den Wimpel. Meine Wimpelkette. Und dafür habe ich mir dieses Band ausgesucht, weil das hier so ein bisschen dazu passt von der Farbe. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die mir befestige. Das Washi-Tape abmachen und drunter machen wäre ein bisschen blöd. So, wie mache ich die Wimpelkette? Mache ich die am besten so und lasse die dann so hochgehen, würde ich sagen. Und zwar nehme ich da jetzt die Herzen und befestige die dann einfach. Fange ich hier an. So. Und lass die dann so hochgehen und hoffe, dass die Herzen halten. Und die würde ich auf alle Fälle, zumindest hier unten die Spitze, mit Sekundenkleber machen. So, dann trenne ich mir hier das ab. Da klebt ja die Schnur, da ist alles in Ordnung. Und hier oben klappe ich die mir einfach wieder um oder mache ich die auch so ab.
ich mir auch gut. Weil man muss ja bedenken, wenn man die verschenkt und man klappt auf und hat dann hier so ein Ding, ist ja nicht ganz so schön. So, fehlt hier noch was? So, ich habe mir jetzt nochmal diese, ich weiß immer nicht, wie man dazu sagt, das sind halt solche kleinen Linien, geholt. Und da gucke ich mal, wie das Ganze aussieht, in dem Farbton von dem herzlichen Glückwunsch. Und zwar, dass ich das so ein bisschen abtrenne. Ja, das sieht doch gut aus, würde ich jetzt sagen. Viele sagen vielleicht, wie das ist, so ja, zu viel Glitzer. Aber ich finde das okay. Ich finde das schön. Und hier unten mache ich mir das auch noch hin. So, ich glaube, das reicht und ich bin ehrlich, es gefällt mir sehr gut. Ich hätte jetzt am Anfang, wo ich die Idee im Kopf hatte, nicht gedacht, aber es gefällt mir. Es gefällt mir wirklich. Hier muss ich natürlich noch mit Sekundenkleber das festmachen, wenn ich es verschenke. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Und hier habe ich das mit diesen so wiedergespiegelt, wie es zum Beispiel bei dieser Karte war. So, jetzt habe ich insgesamt 4 verschiedene Varianten. Und was denkt ihr, ob mir noch was einfällt? Ich glaube ja, weil wer mich kennt, weiß, was habe ich noch nicht genommen? Genau, meine Stanzmaschine, weil da kann man ja auch sowas zaubern und ich denke, das wird dann die nächste Anleitung sein. Und ich glaube, dann müsste ich aufhören, oder? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Idee findet, ob ihr das zu viel findet, wenn ich jetzt 5 solche mache, oder ob ihr das interessant findet, wie das dann unterschiedlich aussieht. Also ich bin da sehr, sehr auf eure Meinung gespannt und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Katrin.